Castlevania, die gute alte Zeit. Eine der prägendsten Serien auf dem NES und dem Super Nintendo wurde von Konami im Laufe der Zeit scheinbar vergessen. Doch es gibt Hoffnung, denn der japanische Entwickler Inti Creates versorgt uns nun mit einer Dosis Nostalgie pur. Was taugt eigentlich Bloodstained Curse of the Moon? Curse of the Moon ist quasi das Prequel zum in Kürze erscheinenden Bloodstained Ritual of the Night und wurde als Etappenziel in der Kickstarter-Kampagne für Ritual of the Night finanziert. Wir haben es hier mit einem 2D-8-Bit-Action-Plattformspiel zu tun, das sich deutlich von Castlevania vom NES inspirieren lässt. Wir starten das Spiel als Zangetsu, einem schwertschwingenden Exorzisten, der losgezogen ist, um Dämonen zu töten. In den ersten 3 der 8 großen und abwechslungsreichen Levels trefft ihr nach dem jeweiligen Bosskampf auf weitere Mitstreiter, die allesamt unterschiedliche Fähigkeiten, Stärken und Schwächen haben. Als erstes trefft ihr auf Miriam, deren Körper von Alchemisten mit speziellen Kristallsplittern verändert wurde. Sie kann höher und weiter springen als die anderen Figuren und kann durch niedrige Lücken gleiten, indem ihr auf dem Controller nach unten und die Sprungtaste drückt. Ihre Peitsche hat auch eine größere Reichweite als Zangetsus Schwert und sie ist insgesamt etwas agiler. Als nächstes trefft ihr auf den Alchemisten Alfred. Dieser hat die geringste Lebensenergie aller Charaktere und seine Standardattacke hat eine sehr geringe Reichweite und ist relativ langsam. Seine Stärke liegt im Verwenden verschiedener Zaubersprüche, die er anstelle von zusätzlichen Waffen einsetzt. Dabei werden aber wie bei Zangetsu Miriam die oben rechts im Bild eingeblendete Waffenenergie verbraucht. Mit dem richtigen Zauberspruch ausgerüstet ist Alfred eine Macht, mit der zu rechnen ist, und ein echter Bosskiller. Vierter und letzter im Bunde ist Jebel, der ebenfalls wie Miriam mit Kristallsplittern versehen wurde. Er hat alles, was ein cooler Vampir so braucht. Seine Attacke sind 3 Fledermäuse, die er durch das Lüften seines Mantels auf seine Gegner loslässt. Und statt Zweitwaffen oder Magie kann Jebel sich in eine Fledermaus verwandeln und so Gebiete durch Flug überwinden, die andere Charaktere nicht erreichen können. Und so machen sich die 4 Kollegen auf, aber ich will gar nicht zu viel von der Story verraten. Es gibt auf jeden Fall Dämonen zu töten, so viel ist klar. Doch genug zu den Figuren, kommen wir jetzt zum Gameplay. Bloodstained bietet für Fans der guten alten Zeit ein echt schönes Paket an Plattform-Action und Levelerkundung. Die Gegnervielfalt ist nicht überragend, jedoch differenziert genug, dass jedes Level mit seinem eigenen Set aus Gegnern auskommt. Der Schwierigkeitsgrad ist fair und man kann zwischen dem Casual-Mode, unendlich viele Leben, kein Knockback, wenn man getroffen wird, und dem Veteranen-Mode, Knockback, begrenzte Anzahl an Leben, wählen. Zudem hat man im Pausenmenü die Möglichkeit, den Curse of the Moon zu nutzen. So kann man seinen Fortschritt behalten und die Zeit aber quasi zurückdrehen und so frühere Level noch einmal mit den anderen Figuren spielen. Der Figurenwechsel funktioniert übrigens jederzeit einfach per Knopfdruck. Jeder verfügt über seine eigene Lebensenergie und man ist gut daran beraten, einen angeschlagenen Helden vorübergehend auszutauschen, denn wenn die Lebensenergie auf 0 sinkt, ist dieser Held aus dem Spiel, bis man das nächste Level erreicht oder alle anderen Helden auch sterben, denn dann muss man das Level von vorne beginnen. Die Fähigkeiten der Helden ergänzen sich auch hervorragend. Zum Beispiel hat Alfred einen Zauber, der eine Feuerbarriere um ihn herum errichtet. Setzt man diesen Zauber ein und wechselt dann auf Jebel, hat man die Möglichkeit, sich als Fledermaus vom Feuerring geschützt durch Gebiete zu begeben, ohne getroffen zu werden, und das ist enorm praktisch und hilfreich. Es gibt natürlich in jedem Level verschiedene Wege, die je nach eingesetzter Figur beschritten werden können und alle eine unterschiedliche Herausforderung bieten. An manchen Stellen liegt ein Skelett auf dem Boden, das euch eine Richtung weist, die den kürzesten Weg darstellt, die aber jeweils nur mit einem bestimmten Helden erreichbar ist. In den guten alten Tagen von Castlevania waren die Schlösser, die wir besucht haben, gespickt mit Kerzen, die, wenn man sie mit der Peitsche zerschlug, immer mit Herzen oder anderen Gegenständen auf uns gewartet haben. Das gleiche gibt es auch in Bloodstained Curse of the Moon, sind allerdings nicht Kerzen, sondern Laternen, die an den Wänden hängen und die uns auch mit Waffenenergie und Herzen versorgen. Die Bosskämpfer haben es allesamt in sich, sind aber fair aufgebaut und lassen relativ schnell das notwendige Muster erkennen, um den jeweiligen Boss den Gar auszumachen. Natürlich eignen sich manche Figuren für diesen oder jenen Boss besser oder schlechter, probiert es am besten einfach selbst aus und schaut, mit wem ihr am besten zurechtkommt. Zur Spieldauer kann ich sagen, dass mein erster Durchlauf auf dem Casual Mode circa 2,5 Stunden gedauert hat. Wenn man aber alle versteckten Herzcontainer, zusätzliche Fähigkeiten und multiplen Endings erlangen möchte, hat man mehr als genügend Grund, weitere Stunden in das Spiel zu investieren. Die Präsentation des Titels weist durchaus zu gefallen. Die 8 Levels sind unterschiedlich und sehr stimmig designt. Sie lassen das Gefühl aufkommen, wir hätten ein waschechtes NES Castlevania vor uns, aber das seht ihr ja selbst. Die Musik war es ebenfalls sehr zu gefallen und fängt das gute alte Castlevania-Feeling sehr gut ein. Auch wenn der Sound auf dem NES vermutlich nicht so umsetzbar gewesen wäre, kann ich den Soundtrack nur jedem ans Herz legen. Doch was taugt Castlevania, ich meine Bloodstained Curse of the Moon denn jetzt eigentlich? Mir hat das 8-Bit-Abenteuer richtig gut gefallen. Das Gameplay ist mehr als sauber und abwechslungsreich. Die Präsentation lässt in meinen Augen nichts zu wünschen übrig und der Preis von 9,99 € auf Steam oder den anderen gängigen Konsolen ist absolut gerechtfertigt. Alles in allem taugt das Spiel meiner Meinung nach richtig was und ich lege es jedem ans Herz, der die guten alten Konami-Tage vermisst.
Ja, liebe Zuschauer, das war es erstmal von mir. Euch danke ich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich freue mich über euer Feedback in den Kommentaren oder Facebook oder auf Twitter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert einfach meinen Kanal, denn jeden Mittwoch heißt es wieder, was taugt eigentlich? Bis dahin, euer Joel.